Wunderschön, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum zweiten Hardware-Video der Logitech G933 Kopfhörer. Das sind Bluetooth-Kopfhörer, man kann sie aber auch per Kabel anschließen, das ist kein Problem. Jetzt hatte ich euch im letzten Video, im Unboxing schon erklärt und im Hardware-Video, dass hier da LEDs sind und auch das G hier beleuchtet ist. Und das würden wir jetzt nämlich gerne mal einstellen. Und ich werde das auch gleich testen. Ich habe den Karton jetzt mit dieser Webadresse, der da drin steht, nicht. Weil viele sagen ja dann immer auch, ich weiß ja nicht mehr, wo das steht. Und der Karton ist nicht mehr da. Oder wenn man das gebraucht, gekauft hat, vielleicht von einem Kollegen oder irgendwas dergleichen. Ich schließe jetzt gerade mal das Headset an. So. Jetzt ist das Headset angeschlossen. Man sieht... Ich müsste mal den Kabel losmachen, dann würde man das auch besser sehen. So, wartet. Zack. So, und dann leuchtet das. Sieht man das? Das G leuchtet. Aber auch nur das G. Die LEDs ringsherum, die sind komplett aus. So. Ich habe jetzt nämlich hier einmal USB-Treiber, wurde installiert. Werden wir mal gucken, ob wir das hier rumschalten. Und so, da habe ich nämlich jetzt schon die Webseite von Logitech aufgerufen, dass ich euch das mal zeigen kann. Also müsste eigentlich klappen, wie früher auch, dass wir da nicht irgendwie ewig langen Code eingeben müssen. Einfach, wir gehen auf Logitech. Wartet, ich muss mir selber erstmal Logitech aufmachen hier. Man geht hier einfach auf www.logitech.de, dann wird man automatisch weitergeleitet zu logitech.com/de-de, oder ihr gebt es bei Google ein. Dann gehen wir hier auf Support, Kundendienst und Downloads. Und hier haben wir dann natürlich die Möglichkeit auszusuchen, was wir haben wollen. Mit dem langen Link kommt man natürlich schneller irgendwo hin, ist klar, aber ich möchte halt auch zeigen, dass man nicht auf diesen langen Link unbedingt angewiesen ist. So, und hier haben wir den Headsets. Wir können natürlich jetzt hier Headsets anklicken, dann klappt das hier auf. Und dann müssten wir hier das G933 suchen. Da hier natürlich ganz viele drin sind. Ne, Kopfhörer. Ach ne, Gaming-Headsets muss ich aufmachen, nicht Headsets. Gaming-Headsets. Weil Logitech hattet ja hier auf der Webseite immer in verschiedene Kategorien. Einmal Headsets, was für Bürobedarf ist. Und dann haben sie die Gaming-Abteilung, wo dann halt Gaming-Tastatur, Gaming-Maus und Gaming-Headsets drin sind. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel das G933. Und hier ist das 633. Das ist das Prinzip, das gleiche, bloß dass das mit Kabel ist. Meins ist jetzt weiß. Dann haben wir hier ein weiß. Limited, oh, das wäre eine Limited Edition, die weiße. Oh, cool. Und ich muss echt sagen, mit dem Weiß und dem Schwarz, ich bin ja eigentlich nicht so der Weiß-Fan. Ich mag ja eher Schwarz. Warte, ich mach mal nochmal die Webseite weg. So. Aber hiermit in der Kombination, das ist alles so Klavierlack mit dem Schwarz und dem matten Weiß, finde ich sehr, sehr geil. Also vom rein nur vom Optischen. Der hat auch einen geilen Tragekomfort bis jetzt. Jedenfalls, ich habe es ja erst seit heute. Ich werde es heute Abend im Livestream benutzen. Alleine jetzt mein erster Eindruck vom Tragekomfort her und vom Optischen ist das schon mal echt der Knaller. Und weil das auch hier so, habe ich ja im letzten Video auch schon gezeigt, weil das hier sehr dick ist, also sehr stabil gebaut. Das scheint Metall zu sein. Also da bin ich schon mal sehr begeistert. So, aber wir schalten wieder um. Wir wollen ja die Treiber installieren. So, dann gehen wir einfach mal auf das Weiße ruf und sagen mehr, wenn wir schon das Weiße haben, war. So. Produkt registrieren wollen wir jetzt nicht, weil ich brauche es nicht registrieren. Ich habe es nur als Leihgabe. Es ist leider nur 3 Wochen da. Und dann haben wir dann hier oben noch erste Schritte. Wir können ja mal erste Schritte im neuen Tab aufmachen. FAQ, Community, Garantie.
haben wir hier 2 Jahre zum Beispiel drauf. Dann haben wir hier den Download-Bereich. Da gehen wir mal einmal rauf. So. Und hier sage ich natürlich 64-Bit, da ich ein 64-Bit-System habe. Und hier kann ich natürlich Windows 7 lassen. Da ich Windows 7 habe, sage ich herunterladen, speichern. Mehr ist das auch nicht. Dann können wir hier wieder zurückgehen. Nochmal zurück. Ja, dann haben wir hier noch technische Daten, können wir auch mal aufrufen. Ersatzteile können wir auch mal aufrufen. Und hier haben wir dann noch gleich den Kontakt. Also wenn damit was kaputt sein sollte, habt ihr hier den Kontakt zu LG. Produktsupport, Verkaufssupport, Garantie, Community und andere Supportfragen. So. Dann haben wir hier technische Daten. Hier können wir uns jetzt mal angucken. 190 mm. ...2,4 GHz Verbindung, analog 3,5 mm Klinke. Über analog, also über Kabel, über den 3,5 mm Klinke haben wir Stereo. Und über die kabellose Variante haben wir Surround-Stereo. Da bin ich echt gespannt, wie das heute wird, weil ich werde das heute auf jeden Fall als erste testen mit der kabellosen Variante. Und dann werde ich es danach beim nächsten Spiel wahrscheinlich mit der Kabelvariante testen. Und ihr habt da dann alles, was ihr dazu wissen müsst. Dann haben wir hier noch Ersatzteile. Also ihr könnt, können wir bestellen. Achso, das ist dieser Kabel vom Controller zum Headset. Den können wir einzeln bestellen für 10 Euro. Das geht aber. Dann Ohrmuscheln, falls die kaputt sein sollten, können wir auch bestellen, weil das ist interessant für mich, weil meine Katzen, ich muss mein Headset jetzt immer hochpacken, weil meine Katzen schon gerne mal daran rumknabbern. Und da ist jetzt schon mal gut zu wissen, wenn man ein Headset hat, wo man die Ohrmuscheln austauschen kann, wenn sie die mal durchgeknabbert haben. So, selbst den USB-Kabel kann man für 12 Euro kaufen. Und hier seht ihr auch, dass es fürs G633 und 933 ist. Das müsste hier, hier steht es auch. Und auch hier sind sie beide kompatibel. Dann haben wir diesen Klinkenkabel, also Cinch auf Klinke. Oh, der Bluetooth-Adapter oder der USB-Wireless-Adapter, der ist auch nachlieferbar. Das ist sehr geil. Für 15 Euro. Also falls ihr den mal verliert, könnt ihr den auch mitbestellen oder nachbestellen. Und dann hier noch die 2,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke für 10 Euro. Das braucht ihr zum Beispiel für eure Xbox One. Und das war doch schon. So, dann haben wir hier noch erste Schritte. Haben wir hier so, da ist Logitech immer toll mit PDF-Dateien und alle kurz beschrieben. Hier auch, warum ein Update? Was? Support for Keyboard, Gaming. Achso, das ist dann optimiert für... Okay, gut. Aber ich habe es ja nicht am PC dran. So, dann gehen wir hier oben rauf und sagen ausführen. So, ausführen. Ich führe... Das habt ihr, glaube ich, vielleicht gerade nicht gesehen, dass ich dieses Update ausgeführt habe. Moment, ich muss mal kurz einen Cut machen. So, da bin ich auch wieder. Ich habe nämlich vergessen, mir Szene 3 fertig zu machen. Weil ihr seht jetzt hier nur, dass ich hier der USB-Treiber wurde automatisch installiert, nachdem ich das. Hoppala. Komm da her. Nachdem ich das angeschlossen habe. Dann können wir das auch zumachen. Und dann habe ich das, was ich runtergeladen habe, jetzt aktiviert. Jetzt geht's ans Installieren. Ich mache mal das Fenster hier weg. Weiter. Weiter. Halt. Also war noch zum Bestätigen, aber egal. Software wird installiert, bitte warten. Also die wird nicht so groß sein, also zulassen. Ja. Falls ihr euch wundert, was das gerade war, ich habe alles blockiert, was von meinem Laptop ins Internet geht. Das muss ich alles separat jeweils aktivieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Also hier kommt nichts aus meinem Laptop ins Internet. Höhere CPU-Auslastung erkannt. Könnte Leistung... Okay.
Ja, jedenfalls kommt hier nichts raus aus meinem Laptop ins Internet, nur wenn ich sage, jep. So, und hier seht ihr ja, das ist gerade da. Auch jetzt geht es hier wieder ganz schnell. Haben wir denn natürlich dann schon ein Programm hier? Ne, haben wir noch nicht. Mach ich mal hier hin. Müsste sich dann hier gleich ein Programm dahin verirren. Also ein Add-on, also praktisch ein Icon zum Aktivieren. Also jetzt blinkt das gerade blau, mein Headset. Vielleicht kann ich euch das ja zeigen. Vielleicht kann ich euch das ja zeigen. Vielleicht seht ihr das ja. So blinkt das jetzt. So, dann machen wir das mal runter. Computer neu starten, jetzt. Nee, Computer jetzt neu starten, Computer jetzt nicht neu starten. Ich will ihn jetzt nicht neu starten. So, und dann könnten wir das hier noch bei Facebook teilen. Mag ich natürlich nicht, weil die Videos werden ja automatisch geteilt. So. Ah, okay. Der hat meine Kamera hier auch erkannt. Gaming Software. Okay. Weil eigentlich habe ich ja das Kameraprogramm hier unten. Und ja. Jetzt müsst ihr hier eigentlich. Ne, komme ich automatisch zu Logitech. Einstellungen. G10920. Ja, das ist automatisch mein. Meine Kamera hat er mir jetzt hier angezeigt. Aber ist ja auch geil, dass ich das denn hier auch drüber verwalten kann. Also das gefällt mir jetzt schon wieder persönlich optisch besser als das andere. Kameravorschau verbinden kann ich jetzt nicht. Geht ja nicht, weil ich benutze die Kamera ja gerade. Was haben wir hier? Einen Fuchs haben wir hier. Overwolf, okay. Okay, und hier steht wirklich nur das dran. Also nehmen wir das jetzt mal hier ab. Und machen den USB-Kabel wieder rein. Machen das mal aus. Ist denn jetzt das Programm hin? Wurde mir ja nicht angezeigt hier. Haben wir hier was installiert? Ah, da ist es. Aber der erkennt. Nur das. Wieso erkennt er das Headset nicht? Muss ich das jetzt einschalten vielleicht? Jetzt leuchtet es. Geht aber schön laut. Aber irgendwie wird es nicht erkannt. Warum wird es nicht erkannt? Mal gucken wir jetzt einfach mal bei Logitech. Ersatzteile nicht. Technische Daten auch nicht. Erste Schritte. Da können wir uns hier einen PDF runterladen oder öffnet er die gleich? Der öffnet die natürlich gleich. Cool. Muss ich den PC jetzt echt extra neu starten? Nee, oder? So, hier haben wir das Headset und Deutsch. So, hier ist natürlich erklärt, was wo ist. Hier auch der Dongle, hier USB. Ach, das geht so heraus. Seht ihr, das habe ich auf den kleinen Bildern gar nicht gesehen. Ja, stimmt, geht ein Stück raus.
Das habe ich auf den kleinen Bildern gar nicht gesehen. Das sehe ich jetzt hier erst. Finde ich ja gut. So, aber wir wollten hier... Und hier sehe... Ah, hier kann ich euch das endlich zeigen. Ich habe ja im vorigen Video... Habe ich euch das ja jetzt gezeigt, dass hier oben der An- und Ausschalter ist. Und dann G3, G2, G1 und stumm. Aber dass man diese G-Buchstaben 3, 2 und 1 und so, dass man das ganz, ganz schlecht sehen kann. Und hier steht dann programmierbar Beleuchtung. Achso, das ist für die programmierbare Beleuchtung. Programmierbar Standard EQ. EQ wird irgendwann Equalizer durchlaufen. EQ Einstellungen Logitech Gaming Software. Aha. Programmierbar Standard Surround Sound ein aus. Aha. Und dann Beleuchtung. Programmierbar Beleuchtung, durchläufige Beleuchtung. Okay, das sind für die Beleuchtung und normalen Surround. Okay. So, und hier kann ich jetzt endlich mal nachgucken. Die 1 ist Mikrofon-Wählschalter. Headset, Bügel, Kabel nur mit mobilen Modus, nur mobilen Modus. Das Mikrofon am Headsetbügel ist im PC-Modus nicht für mobile Geräte verfügbar, während der Kabelmodus aktiviert ist. Ach so, das ist da Umschalten zwischen Kabelmodus und so. Und dann haben wir noch die 4. Mikrofon am Kabel. Da ist Mikrofon am Kabel auch. Ach so. Mobile Pause ist das da. Und dann haben wir 5. Mikrofon stummschalten mobil. Ah, deswegen zweimal. Okay, gut. So. Batterie, die. Das Headset. Durch Batterie. Warnung, bei niedrigem Akkustand. Bei niedrigen Akkumulator. Warnton, okay. Habe ich nicht gehabt. Ja, das wird mir ja nicht mal angezeigt, das Headset. Ja, das ist ja ganz toll. Energiesparmodus, ja. Vielleicht muss ich da doch erstmal einen Neustart machen, dass mir das angezeigt wird. Ziehen wir mal hier raus. Machen wir hier rein und dann machen wir mal als Administrator ausführen. Ihr seht also, das klappt nicht immer alles gleich beim ersten Mal. So, wenn ich das jetzt einfach mal rausmache und einfach mal an einen anderen USB anschließe. So, jetzt wird es installiert. Das kann vielleicht so ja das Problem gewesen sein, dass es nicht erkannt hat. So, USB-Gerät wurde, eben wurde was anderes angezeigt, jetzt steht nur USB-Gerät da. Ich glaube, ich muss dann doch wohl erstmal einen Neustart machen, Leute. Ach, das ist für Tastatur, okay. Okay. Die Software ist praktisch für alles. Okay, gut zu wissen. Ja, Leute, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und einen Neustart. Wir sehen uns gleich. Da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe jetzt einen Neustart gemacht. Beim Neustart hat mir mein Laptop gleich gesagt, dass irgendwas hiervon blockiert wurde. Und ob ich das zulassen möchte für Heimnetzwerk, also für Internet, habe ich gesagt, natürlich zulassen. Jetzt öffnen wir das mal. Ich mache mal sicherheitshalber gleich als Administrator. Und jetzt werden wir ja mal sehen, was jetzt hier angezeigt wird. Das Headset ist auch noch an. Ja, der PC ist gerade hochgefahren, also da dauert es immer dann leider etwas länger, bis er dann mal aus dem Puschen kommt. Also mein Laptop.
Ach, da ist es. So, jetzt zeigt er mir aber wieder nur die Cam an. Jetzt habe ich das Headset mal ausgemacht. Vielleicht fehlt doch noch irgendwas. Okay. Hab mir jetzt sicherheitshalber den Karton mal hier geholt. So. Jetzt will ich euch aber mal umschalten. Also ihr seht ihr sowieso, habt ihr jetzt auf dem Modus, genau. So, logitech.com. Dann machen wir hier einfach mal das DE weg und schreiben da zu Port. Und dann war doch wieder ein Strich. G933 minus Snow. Und das suchen wir jetzt mal. Das müsste aber rein theoretisch die gleiche Seite sein, wo wir eben waren. ...7.1 Surround Sound. Ja. Ist genau die gleiche Seite. Da haben wir nochmal die 32-Bit-Version runter. Nochmal die 64-Bit. Vielleicht ist da irgendwas schief gegangen. Mal nach. Die heißen exakt gleich, bloß dass das die 32 und die 64-Bit-Version ist. Erste Schritte. Weil ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, woran das jetzt liegen soll, dass das jetzt hier nicht funktioniert. Der erkennt mir nur meine Cam, aber warum nur die Cam? So, machen wir mal größer. Warte mal, bin ich doof? Hier sagt er, den Dongle soll ich dafür nehmen. Nee, oder ein USB-Kabel. Den Dongle oder ein USB-Kabel? Habe ich mir mal den Dongle noch mal geholt und machen wir den USB-Kabel mal ab. Gucken, kriege ich den drin? Na, knapp. Ach, Mut. Da muss ich jetzt hier noch mal einen Cut machen. Ich muss nämlich den USB-Anschluss für die Kamera wechseln und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder.